Leute, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Heute spielen wir mal nicht Bed Wars, sondern ich habe mir mal gedacht, wir gehen auf dem Server Hive. Gehen wir einfach mal durch die ganzen Spielmodi durch. Und ich habe jetzt gerade eben diesen Spielmodus gefunden, Block Party. Ich finde den eigentlich recht geil. Ich muss mir gerade mal die Sounds runterstellen. Die habe ich für mich hochgestellt, damit ich es höre. Da kann man für einen Song voten. Der wird dann abgespielt und dann muss man, dann stehen da so verschiedene Blocktypen. Dann wird einer vorgegeben, auf den muss man sich dann hinstellen. Also man muss dann halt den richtigen Block finden. Werdet ihr einfach mitbekommen. Und ansonsten werden wir dann wohl noch eine Runde Survival Games, dann Hide and Seek nochmal spielen oder was weiß ich, also von jedem eine Runde. Ich denke mal, dass ist recht okay. Und es geht in 30 Sekunden los. Gut, wir sind jetzt endlich mal genug. Kommen noch 20 Sekunden. So. Ich finde den Spielmodus eigentlich recht geil, es dauert nur manchmal zu lang, bis das Spiel endlich losgeht und dann ist man direkt raus oder so. Kann mal passieren. Man muss jetzt hier rumlaufen und dann der Block hier sagt dann an, wo man hin muss. Ich muss jetzt zum Beispiel auf gelb. Und der, wo nicht auf gelb draufsteht, der ist raus. Und dann neue Runde und dann so. Da muss ich mich zum Beispiel hier draufstellen. Magenta. Und es geht jetzt so lang, bis alle sterben. Ich finde Spielmodus halt mal was anderes wie jetzt zum Beispiel Survival Games oder so. Spielmodi, wo man sich gegenseitig umbringen muss. Das ist jetzt mal einer, wo man einfach nur taktisch, einfach nur Geschicklichkeit zeigen muss. Jetzt falle ich runter. Nee, gut. Wow. Das hat jetzt ein paar gekostet. Eben ist mir auch irgendwie passiert, ich war nicht ganz auf dem Block drauf, nur bin ich auch gestorben. Oh, gut. Wow, wir sind noch 4 Dancer. Das ist grau. Na egal. Okay, noch 5. Ist hier. So, wir sind nach 5. Ne, 4. Das wird wohl jeder überleben, oder? Ja. So, das ist rot. Putz, nur noch 3. Also ich bin da schon mal recht gut. Das Black? Ich sehe das im Texture Pack nicht richtig. Das ist jetzt schwer, weil wir 3, wir haben es ja eigentlich. Wir sind sehr weit gekommen. Oh. Ich wäre fast runtergefallen. Waiting. White. Jeder überlebt. Okay. Aber jeder überlebt und wir haben Speed Level 8. Oh Gott. Der Spielmodus dauert so lang, wenn man weit kommt. Was? Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich drauf stand. Trotzdem, ich war unter den Top 3. Damit bin ich schon recht zufrieden und wir sehen uns dann gleich wieder in Hide and Seek. Leute, wir sind hier bei Hide and Seek und ich nehme heute mal Eichenholzblock im Hotel. Das müsste noch mal gehen. Falls sich manche noch erinnern können an mein erstes Video, nee, an mein erstes Let's Play Video, das war Hide and Seek. Das war ja schon ziemlich schlecht.
für einen Holzblock. Wo kann man hier hin? Da hinten rein. Die haben das jetzt auch verbessert. Da steht jetzt da unten visible. Unsere Punkte drin laufen. Das ist geil. Jetzt bin ich. Was bin ich denn für ein Holzblock? Ach, der normale Holzblock. Warum habe ich denn. Ich hoffe mal, die sehen das nicht. Einfach gucken hier. Also bis jetzt kommt noch keiner. Es sind noch 21 Heide. Ich glaube auch Holz ist bei Hotel eigentlich ziemlich das Beste. Oh, da kommt schon jemand. Da drüben der wird jetzt gleich solid. What? Warum hat er sich so komisch da reingesetzt? Wie dumm. Oder sitze ich auch so da drin? Sitze ich auch so da drin? Ich weiß halt gar nicht. Scheiße, hoffentlich nicht. Aber es kann schon gut sein, dass ich so drin sitze wie der. Yes. Knockbacks rare. Oh, das dauert so lang. Also wenn da jetzt nichts passiert, dann spule ich vor. Wenn aber gleich was passiert, dann könnte ich auch mal losrennen, oder? Weil es ist nur ein Sieger, der hat noch keinen einzigen Heiter gefunden. Der ist so scheiße. Der ist so richtig schlecht. Wurde getötet. Block Info in der Bossbar. Okay, Einheiter ist tot. Putz, putz. Oh nein. Es sind schon zwei Sieger. Irgendwie ist es kein gutes Versteck. Aber bisher ist es das Beste. Also, wenn die jetzt gleich wieder weggehen, dann hau ich hier ab. So, jetzt kommt. Und jetzt habe ich den Eingang am Klick. Und die sehen mich einfach nicht. Das ist so lustig. Also, sie können mich schon sehen, aber. Es ist noch 16 Heiler und 6 Sieger. Und wir haben noch 50 Sekunden. Da kommt der erste Sieger schon. Okay, er rennt ihn nach, das ist gut. Danke. Weiß es. Nein, rennt er nicht. Okay.
Okay, kommt der nach. Er rennt nach. Ja, würde man sagen, wir sehen uns dann gleich in Survival Games wieder. Das ist eindeutig der Übungsmodus, der nicht am schlechtesten kann. Egal, bis gleich. Leute, zurück bei Survival Games. Ich kann den Spielmodus richtig gar nicht. Aber ich versuche mein Bestes. Und deshalb geht's in 12 Sekunden los. Okay, Aftermath spielen wir. Und ich hoffe mal, dass diese Runde gut geht. So, wir sind jetzt hier. Okay, diese Stadt. Ich würde nur mal gerne wissen, wo die Kisten sind. Wie soll man denn. Ach, da. Da muss man diese Dianen hochklettern. Aber ich glaube. Alter, das sieht ja mal richtig nice aus. Also. Da kann man echt mal die Map erbauen, die da immer bauen an Maps, das ist schon gigantisch, das wird man selber nie im Leben hinbekommen. Ich glaube, ich renne direkt weg. Das ist die beste Taktik. Team Bareide. So, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Go, ho, schneller! Ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Ich kenne mich so richtig. Versuch nur irgendwie eine gute Ausrüstung zu finden. Ach man, ich weiß schon. Rauschstand. Okay, hier kann man nicht rein. Also erkunde ich einfach mal das Haus. Kisten. Nein. Da, endlich. Aber hat nicht viel gebracht. Ein Erfahrungsfläschchen. Ich würde auch gerne mal was haben zum Verzaubern. Ich habe jetzt zwar ein bisschen XPs. Oh. Hier ist nichts. Okay. Noch ein Stückwerk kommen wir leider nicht hoch. Dann geht es erstmal wieder raus. Ist hier noch irgendwas? Ich hab endlich einen Helm. Ah, da ist ein Dick. Jetzt nichts mehr in Rip. Einfach überall in jede Gasse reingehen, das ist die einzige Taktik, die man hat. Eine andere Taktik gibt es nicht, außer man ist so ein Suchti.
Genau, abgeschossen. Nein, der hat mich jetzt, oder? Ich muss so lang weglaufen. Dass er mich nicht mehr will. Aber der wird mich nicht loslassen. Ah, diese. Warum bekommt er mich denn immer? Ich verstehe es nicht. Normal lassen die Leute einen los, aber egal. Ich habe echt keinen Bock mehr auf diesen Spielmodus. Vielleicht zeige ich euch noch eine Runde Splack. Ja, könnte man eigentlich auch machen. Also dann, bis gleich. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Splack. Oder eher gesagt, den Minecraft Minigames auf meinem Kanal. Und diese Runde wird jetzt wohl abgeschlossen mit Splack. Da geht es einfach nur drum, man bekommt so eine Schaufel. Damit kann man so Eier schießen und den anderen den Boden unter den Füßen wegreißen. Muss halt laufen, damit das alles ganz schön passt. Und natürlich, wenn es geht, nicht so wie ich vor mich schießen, sondern den anderen den Boden wegschießen. Einen haben wir. Irgendwie fände ich es auch mal lustig, wenn man bei dem Spielmodus alle Blöcke wegmachen wird und einfach alle runterfallen. Oh geil, ich habe schon ein paar Stück gekillt. Nein! Oh, ich habe ihn einfach bekommen und fall dann auch noch runter. Egal, Leute, damit war es das schon wieder für heute. Schaut morgen wieder vorbei. Tschüss.